Einen wunderschönen guten Tag aus meinem Atelier. Mein Name ist Albina Dvorzes, ich bin freischaffende Künstlerin aus Hannover und heute zeichnen wir so ein Kuscheltier für unseren kleinsten Künstler. Das ist Aurora Kuscheltier und da sehen wir eine Eichhörnchen. Hier auf dem Foto fällt ein Schwanz und als ich ein Kuscheltier gezeichnet habe, das war so eine Jessie, könnte man sehen, habe ich die Kinder gesagt, dass die mir eure Lieblingskuscheltiere schicken können und dann zeichne ich die Schritt für Schritt und so könnte jeder Kind zu Hause sein Lieblingskuscheltier zeichnen. Und Alisa hat mir jetzt ihr Lieblingskuscheltier Eichhörnchen gepostet und genau das würden wir heute mit unseren Aquarellstiften zeichnen und dann halt ausmalen. Immer, wie fange ich an? Wenn die Kinder bei mir in die Schule sind, dann frage ich, wir gucken auf die Proportionen, was ist größer, Kopf oder Körper? Und die Kinder, die jetzt zugucken, sagen sie mir, wenn ihr dieses Foto sehen, was ist größer, Kopf oder Körper? Ja. Ihr habt alle richtig geantwortet, natürlich den Kopf. Und so können wir das so gucken. Wir gucken sozusagen von Bein bis zum Anfang den Kopf. Nehmen wir sozusagen mit unseren Finger, machen wir dieses Abstrich, die Spitze von Stift kommt da und nach unten. Und dann gehen wir nach oben und wir sehen, der Kopf ist 1,5 mal größer als der Körper. Jetzt mache ich das Bild zur Seite und wir fangen an. Es gibt auch noch eine Sache. Und wie gesagt, alle Kinder, die zu meiner Malschule kommen, die wissen das ganz genau. Ich stelle jetzt die Frage, wo lassen wir mehr Platz? Unten oder oben? Wo sollte mehr Platz sein? Wo machen wir dieses? Wir machen in der Unterricht immer einen Strich unten, einen Strich oben. Und ich denke, ihr habt alle richtig geantwortet. Unten lassen wir mehr Platz und oben ein bisschen weniger, damit wir Eingang in unserem Bild haben und unser Tier sozusagen da auf dem Boden sitzt. So, und das Zweite, was wir machen, wir zeichnen, so der Kopf hat eine Form von einem Kreis. Wir machen von dieser Linie nach unten praktisch einen großen Kreis und wir haben gesagt, den Körper mit den Beinchen passt 1,5 mal in der Kreis. Jetzt sehen wir, das passt das auch Ganzes. Das heißt, der Kreis sollte so groß sein. Ja? Und der Körper ist dann so ein Oval. Dann machen wir hier praktisch nach unten, machen wir so ein kleines Oval. Die Kinder, die unsere Sol 22 gezeichnet haben, dann könnt ihr das erkennen, das ist fast die gleiche Modell. Das sieht am Anfang so ein bisschen so wie ein Pilz aus, ja. Und dann würden wir dann weiter zeichnen, die Beinchen, die Händchen dazu und dann natürlich das süße Gesicht. Ja, und jetzt habe ich schon erwähnt, dass wir die Händchen zeichnen. Links und rechts machen wir so zwei Striche. Hier habe ich zu viele Linien gemacht. Eine Linie mache ich weg. So, dass man sieht. Hoppala. Mein Stift ist weggeflogen. Aber passiert halt. So, dann machen wir hier diese Linie auch. Wenn er zu viele Linien gemacht hat, dann könnt ihr ein paar Linien wegradieren. Und ich mache das immer weg mit einem Tuch oder mit einem Pinsel, weil unsere Finger sind so ein bisschen fettig, damit das kein Fett in Zeichnung kommt. So. Und dann zeichnen wir ein Händchen nach links. Das ist so praktisch zwei Linien, die parallel laufen und unten eine kleine Abrundung. Und auf andere Seite auch so zwei Linien, die parallel laufen und unten so eine kleine Abrundung. Und wie ihr seht, das ist alles wirklich sehr, sehr einfach. Und die Händchen sozusagen. Die Hände sind ein bisschen schmaler und kleiner als die Füße. Das heißt, sie sollten unsere Beine doppelt so dick machen als die Händchen. Dafür machen wir hier so einen kleinen sozusagen Abstand. Ja?
Und hier machen wir unsere eine Beinchen. Das ist auch sozusagen zwei Strichen, die fast parallel laufen. Das ist auch so, kann man sagen, so wie zwei Ovale. Und nach unten, wir können so auch hier, denke ich mir, gehen wir ein bisschen tiefer von unserer Linie. So, die Beinchen müssen ein bisschen größer sein. Das ist ein und zwei. So, so haben wir zwei Beinchen gemacht. Hier habe ich auch die Linie ein bisschen zu doppelt gemoppelt gemacht. Die radieren wir weg. Und so ist unser Körper von unserer wunderbaren Eichhörnchen, von diesen Aurora-Kuscheltieren, schon fertig. Und jetzt zeichnen wir den Kopf. Und hier bei diesem Foto habe ich das Bild so wirklich von Alissa gekriegt. Sie hat ihre Kuscheltier so ein bisschen so fotografiert, dass das Kopf so ein bisschen zur Seite versetzt ist. Dann, und die guckt so ein bisschen nach links. Und genauso machen wir das. Wir machen einen Strich in die Mitte. Das ist so die Mitte vom Kopf. Aber jetzt, damit unsere Kuscheltier ein bisschen zur Seite kommt, machen wir diese Linie, wir versetzen sie so ein bisschen nach links. Und wir machen das so ein Oval praktisch, dass diese Linie, dass es aus dieser gerade Linie entsteht, so eine Drehung zur Seite. Ja? Dann radieren wir unsere Hilfslinie weg. So, nehmen wir unser Tuch, das zum Wegradieren. Und dann setzen wir sozusagen, wenn diese Linie fertig ist, dann brauchen wir sozusagen zu finden, wo unsere Augen sind. Dann machen wir, suchen wir genau die Mitte in unserem Kopf. Das ist so die Mitte. Wie mache ich das? Ich nehme die Spitze von Stift, stelle ich zu diesem Punkt und unten mit Finger messe ich das. Das ist praktisch von diesem Punkt bis zu dieser Linie. Ja? Und dann nehme ich diesen Abstand, fixiere ich das mit meinem Finger und das gehe ich jetzt mit Finger und nach oben zu der Linie und das ist genau richtig. Wir brauchen Hälfte, Hälfte. Und jetzt zeichnen wir hier eine Linie, das ist auch so ein Oval. Der geht dann so praktisch über diese Linie und ein bisschen nach oben. Ja. Und so haben wir jetzt praktisch dieses, ich lasse das Bild, ich überlege, so hier vielleicht stehen, damit ihr das so ein bisschen seht, was ich mache. Wir haben praktisch diese Linie gemacht. Ja, und wie ihr seht, das ist auch so oval, das ist diese Linie. Und unten bei dieser Linie, hier ist das wirklich, beginnt die Auge so ein bisschen höher, ja, dann machen wir, dann zeichnen wir zwei große Augen. Aber bevor wir das machen, messen wir auch den Abstand. Schaut mal, eine Auge passt dazwischen sozusagen, das ist so ein bisschen gedreht, dann ist das diese rechte Auge ein bisschen größer, linke Auge ein bisschen kleiner. Und zwischen den Augen passt genau eine Auge rein. Ja? Wie machen wir das? Wir zeichnen erstmal rein provisorisch. Die Auge wird ungefähr so groß sein. So eine große Auge. Dann nehmen wir die Größe von dieser Auge, gehen wir so ein bisschen zur Seite. Bis dahin kommt unsere Nase. Und hier zeichnen wir zweite Auge und das geht so ein bisschen zur Seite. Wir haben gesagt, das ist, wenn der Kuscheltier ein bisschen zur Seite guckt, dann ist das dann hier sozusagen ein bisschen dieses Oval, der ist so schmaler. Ja, da kommen die Perspektiven zur Geltung. Das heißt, ein Kreis, dazwischen ein Kreis und der zweite Auge, der guckt so ein bisschen zur Seite. Das ist optisch ein bisschen kleiner. Ja, das habt ihr sicher schon geschafft. Und jetzt, damit unsere Eichhörnchen schon so auf uns guckt, machen wir dazwischen so die großen Pupillen. Pupillen sind meistens schwarz und der Iris von Augen hat verschiedene Farben. Hier haben wir Magenta, Rosa und hier ist das die andere Pupille, sie ist nicht so ganz mittig, sie ist ein bisschen auch, weil das guckt, auch so ein bisschen zur Seite, die ist so ein bisschen seitlich versetzt. So. Ja. Dann, wie ihr seht, haben wir auch in Augen Lichtblicke, dann können wir die auch jetzt gleich vorzeichnen, das ist so wie kleine Oval, der so oben ist und so ein bisschen in die Augen guckt, ja. So, und hier so ein bisschen ein kleines Licht. So zeigen wir, dass das Licht bei diesem Foto von oben rechts kommt. So, jetzt
haben wir diese Linie gemacht, ja? Und dann, das ist diese Linie ist jetzt fertig, an diese Linie liegen dann unsere Augen und wir sehen, dass das hier sozusagen die Nase, die beginnt nicht von dieser Linie, so ein bisschen oben machen wir so einen Strich und von diesem Strich machen wir zwei Striche nach oben, das ist so den Stirn von Eichhörnchen. Da machen wir so zwei Striche nach oben, links und rechts. Und von hier, von der Mitte, ziehen wir unsere Nase sozusagen nach vorne. So. Und die Nase geht bis zum Pupillen. Das ist, wenn wir hier Strich ziehen, das ist ungefähr, hier machen wir Strich, wo wir unsere Pupillen gemacht haben. Und dann wird hier sozusagen dieses Gesicht gezeichnet. Und damit es uns nicht, das Ganze nicht irritiert, radieren wir jetzt diese Hirnlinien oben weg, damit wir sehen, dann entsteht dann schon so ein bisschen die Nase. Und unsere Eichhörnchen sieht noch ein bisschen ernst aus, so ein bisschen böse. Aber wenn wir jetzt die süße Nase zeichnen, das ist hier unten auch so ein Kreis. Ja, dann haben wir hier so einen Kreis. Und in diesem Kreis, dann radieren wir diese Linien auch weg. Das war nur für uns so ein bisschen Hilfe. So, und was wir auch wegradieren, diese Striche da, weil die machen das Ganze, dass unsere Eichhörnchen ein bisschen böse guckt. So, hier kommt die Auge ein bisschen her, hier geht der Strich ein bisschen zur Seite und hier setzen wir eine süße Nase, das sieht so wie ein kleines Dreieck aus. Und auf die Nase kommt auch Licht. So. Und sie lächelt auch schön. Ja, so wird es langsam schon ein bisschen freundlicher. Und was machen wir noch hier? Im unteren Bereich gibt es hier auch sozusagen, wir teilen das in zwei Seiten. Und der Kopf wird auch nicht so ganz rund, sondern ein bisschen, die verwandelt sich in so ein kleines Oval, dass wir sehen, dass die Seiten von der Kopf sind ein bisschen breiter und nach oben geht es ein bisschen schmaler. Und genau das machen wir jetzt hier unten ein bisschen breiter in beide Richtungen. So, hier machen wir einen Strich, der weitergeht. Hier war unser Kreis, das geht aus unserem Kreis ein bisschen zur Seite und ab da wird der Kopf ein bisschen eckiger sein. So. So, hier korrigiere ich ein bisschen, dass es hier so diese Linie auch ein bisschen schmaler geht. Hier geht es ein bisschen breiter und dann haben wir diese Stirn. Hier sollte das auch, ich habe einfach die Linie nach oben gezogen und hier machen wir die auch ein wenig runder. So. Und wie ihr seht, wir können immer, wenn wir zeichnen, können wir uns immer wieder weiter korrigieren. Und jetzt kommen diese von der Auge, diese Strahlen nach links und nach rechts. Und hier zu der Auge, das ist ein bisschen breiter. Und zur Seite wird das so ein bisschen schmaler nach hinten gehen. Und bei dieser Seite ist ein bisschen anderes. Das ist hier ein bisschen breiter und geht mehr ins Abgerundete. Dann zur Seite. Ja, und jetzt zeichnen wir auch zwei süße Ohrchen da, links und rechts. Die sind dann hier oben praktisch links ein Dreieck und rechts ein Dreieck. Dann haben wir so zwei Dreiecken gemacht. Ja? Und dann ziehen wir auch diese rosene Farbe, ziehen wir dann so rein. Links und hier von diesen Rosenen praktisch, ja, das ziehen wir dann da auch rechts. So, und jetzt bei dem Körper, hier brauchen wir das unten so eine kleine Stelle, so zu dem Bauch, was zu dem Bauch kommt, ups, habe ich hier
bisschen Farbe gekleckst, aber nicht so schlimm. So, und hier machen wir unsere weiße Bauchlein. So, hier kommt der Körper nochmal, weil wir haben gesagt, dass das Bild, was ich gekriegt habe, das ist so ein bisschen versetzt zur Seite. So, und dann haben wir hier bei den Händchen so kleine, Details praktisch oben und bei den Beinchen auch. Das sind so halb, zwei Halbkreise unten und oben. Und da wir wissen, dass das ein Eichhörnchen ist, da braucht sie natürlich einen schönen Schwanz. Und das machen wir, das wächst praktisch von hinten. Auf dem Foto sieht man das nicht, aber ich denke, das gehört einfach dazu. Und wir machen das, dass es so ein Oval geht, so ein bisschen nach oben, versteckt sich ein bisschen hinter den Kopf und dann geht das hier so raus. Und so kriegt unsere Eichhörnchen auch ein großes Schwanz. Und dann könnt ihr, meine liebe Kinder, überlegen, wo steht sie? Sitzt sie vielleicht auf dem Sofa? Steht sie vielleicht? Ja, ich mache hier meinen Strich ein bisschen höher. Bei mir steht sie. Und heute wollte ich mit euch auch noch, mein Stift fliegt heute wirklich, wollte ich mit euch auch noch die Augen zeichnen. Schon so mit dem Buntstiften anmalen. Und morgen werden wir bei dem Teil 2 das weiterzeichnen mit unseren rosenen Magenta-Stiften, damit es alles schön lebendig aussieht. Aber heute machen wir noch nur die Augen. Und wenn ihr anfängt zu zeichnen, dann sollte der Stift, schaut einmal, das ist noch nicht gut angespitzt, dann sollte der richtig gut angespitzt sein. Wir nehmen heute unseren rosenen Stift aus unserem Set und wir nehmen so dieses andere Stift, das ist so ein bisschen dunkellila und natürlich auch schwarz für unsere Augen. So, das heißt, die drei Stiften werden wir heute gebrauchen und wir fangen mit schwarz an. Wir lassen unsere Lichter, hier kommt unsere Licht in Augen und hier machen wir noch ein kleines Lichtblick, damit die Augen richtig lebendig werden. Die lassen wir sozusagen weiß, diese Lichtblicke. So, hier können wir das auch umranden und den ganzen Kreis umranden wir mit schwarz. Und hier zu den Lichtblicken können wir wirklich stark drücken, damit unsere Augen schon Lichter kriegen. Wir sehen, Licht kommt von da oben und das machen wir jetzt hier auch. Diese Lichter bleiben weiß und rumherum machen wir Schattierungen mit schwarz und schaut einmal zu. Lichter ein bisschen dunkler und je weiter ich von Lichter zur Seite gehe, desto heller wird das. Und das ist so unsere erste Auge, rechte Auge. Und bei der linken Auge machen wir das auch so. So erstmal umranden, ja, dann hier so Licht einsetzen. Das Licht lassen wir, das ist hier, machen wir noch ein großes dazu, damit es noch süßer aussieht. Und die Lichter lassen wir weiß. Und mit dem Stift gehen wir einfach zu den Seiten. So. Und zu der Seite sozusagen ein bisschen heller. Ja, dunkel, damit die Lichter richtig schön rauskommen. Da könnt ihr bei weiß ein bisschen stärker drücken. Weil die Augen, die Pupillen, die sind rund und so können sie dann richtig ein bisschen lebendig aussehen. Dann nehmen wir unsere hellere rosene Ton und wir machen die Augen, den Iris, bemalen wir mit rosener Farbe. So rumherum mit, hoppala, der war zu sehr eingespitzt. Machen wir das so, erstmal umranden, ja. Licht kommt von da und bei Augen ist das so, dass das hier der Lichtblick und die andere Seite von Augen, hier wird das so ein bisschen heller. Und die Augen bemalen wir so, dass es so wie kleine Sonnenstrahlen, ja. Wir machen das so,
wie ganz viele Striche, damit die Auge süß lebendig aussieht. Von diesem Strich ziehen wir ganz viele Striche zu der Augen. Das ist so wie Sonnenstrahlen. Ja, schaut mal. Das ist hier alles so ein bisschen hell. Dann machen wir zu der Auge hier ein paar Striche so ein bisschen lang. Und dann nehmen wir unsere dunklere Stift und wir machen hier oben, weil hier geht das praktisch so in Schattenseite. Ich kann das hier auch so mit dieser Farbe die Nase ein bisschen so betonen, dass man sieht, dass die Nase da kommt. Hier wird das auch ein bisschen so lila sein. Mache ich hier noch ein bisschen, dass wir ein wenig Farbe auch da haben. Und jetzt machen wir diese Seite von Auge ein wenig dunkler. Zack und zack. So. Und unten auch ein wenig dunkler. So. Und jetzt nehmen wir unseren schwarzen Stift und wir machen die Linie um die Augen herum auch ein wenig dunkler. Und so sehen unsere Augen schon total lebendig aus. Das gleiche machen wir bei anderer Seite. Unsere hellere rosene Stift Umrandung um die Augen herum. Zack. Umrandung um die Augen herum. Und danach auch diese Strichen wie Sonnenstrahlen um die ganze Auge. So richtig so wie die Sonnenstrahlen. Wir machen das so wie ein Rad oder wie eine Sonne, ja? So. Und dann ist das hier auch wichtig, dass wir hier Lichter lassen. Wir machen hier die Seite ein bisschen heller. Da kommt Licht in die Augen und dann wieder diese Strahlen, Strahlen, Strahlen. Dann nehmen wir unseren dunkleren Stift und machen da diese Seite von der Auge und da, wo wir Lichter haben, alles ein wenig dunkler, damit die Augen richtig schön leuchtend aussieht. So. Dann nehmen wir wieder unsere dunklere Schwarz und wir machen hier Umrandung bei den Augen mit Schwarz. Zack. Hier, weil Malerei besteht immer aus Licht und aus Schatten. Und so können wir mit Lichter und Schatten arbeiten. Und wie ihr seht, die Auge wird immer schöner und schöner und leuchtender aussieht. Hier fehlen noch ein bisschen Schatten. So, und ich zeichne heute noch die Nase für die Nase, damit wir dann so mit Lichtern, mit Gesicht schon fertig sind. Und wie gesagt, morgen machen wir dann weiter. Wir nehmen Ocker und unsere Rosé. Die Rosé spitze ich wieder an. Und zuerst bemalen wir unsere Nase mit diesem rosanen Ton. Und bei dem Licht machen wir auch wieder hier ein bisschen dunkler. Und hier ist das ein bisschen anderes Spiel. In den Augen haben wir das hier dunkler gemacht, hier heller, weil der Licht so kommt. Und auf die Nase kommt Licht wirklich da. Und hier an dieser Seite von der Nase machen wir kleine Schatten. Ganz leichte Schattierung. Und dann nehmen wir Ocker und wir gehen mit Ocker oben drauf. Und so entsteht ein so Hautton. Und dann nehmen wir unsere dunklere Lila und wir machen die Umrandung hier bei der Nase ein wenig mit dunkel Lila. Und so hat unsere Eichhörnchen von Aurora Kuscheltieren schon ein süßes Gesicht gekriegt. Und ihr könntet zu Hause überlegen, wo setzt sie sich? Sie ist im Wohnzimmer, sitzt sie, steht sie dann vielleicht am Kinderplatz oder so weiter. Ihr könntet die Umgebung so schaffen, wie ihr wollt. Und morgen würden wir das weiter mit unseren Buntstiften
das Ganze mit Licht und Schatten anmalen. Ich wünsche euch allen einen fantastischen Tag, freue mich auf eure Bilder und wenn die anderen Kinder noch eure Kuscheltiere auf meinem YouTube-Kanal sozusagen sehen wollen, dann schicken die mir die Bilder und ich würde es auch noch ein paar Beispiele zeichnen, wie fangen wir an, was sind die Kompositionen, wie könnte ich sozusagen mit Proportionen arbeiten und so weiter. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und die Beschreibung zu Materialien findet ihr unter Beschreibung von das Video und dort findet ihr auch einen Spendelink. Wenn es euch meine Video gefallen hat, dann könnt ihr da so mich bei Instagram folgen und bei Facebook Dara Kunstschule und natürlich meinen Kanal abonnieren und mich weiterempfehlen. Alles Liebe, eure Dara.